Zugegeben, es sah schon ein wenig kurios aus, als sich der muskelbepackte 1,96-Hühner Jinder Mahal in das Trikot der Fortuna presste. Und auch als Maskenträger Sin Cara einen Elfmeter trat, hatte das wenig mit dem Fußball zu tun, den man sonst in der Esprit Arena sieht. Der Zweck des Aufeinandertreffens war aber eh ein anderer. Fortunen, DG-Spieler und Wrestler wollten einfach nur ein bisschen kicken. Und gerade die Wrestler hatten eine Menge Spaß auf dem unbekannten Terrain. Die treten ja sonst nur im Ring aufeinander ein. Ich habe seit fast 20 Jahren nicht mehr gespielt, aber ich glaube, ich kann es noch. Und wenn es mit dem Wrestling nicht mehr klappt, dann habe ich eine Zukunft im Fußball. Sieh mal, jeder spielt Fußball, wenn man groß wird. Man kann es auf der Straße spielen oder sonst wo. Als ich klein war, habe ich auch gespielt und das Team war sogar ganz gut. Wir hatten auch mal ein Turnier in Amerika. Ich bin ja in Juarez und El Paso groß geworden. Also hatte ich schon Erfahrung, aber eben vor vielen Jahren. Man hat gesehen, dass ich am Anfang noch nicht warm war, aber dann habe ich 3 Elfmeter geschossen und die waren gut. Im Gegensatz zu Jinder Mahal, dem Riesen mit den indischen Wurzeln, hat besonders der kleinere Sin Cara Respekt für seine Leistung verdient. Denn der gebürtige Amerikaner mit mexikanischen Wurzeln tritt immer mit Maske auf. Sehen kann er dadurch nur halb so viel. Das ist schon eine Herausforderung, aber wenn ich die Maske anhabe, kümmere ich mich nicht mehr um das, was um mich herum passiert. Dann will ich nur noch eine gute Show abgeben und die Maske wird sekundär. Aber besonders schwierig ist es, wenn sich das Licht ändert. Deswegen versuche ich es immer etwas früher in die Arena zu schaffen, um mich daran zu gewöhnen. Denn wenn das Licht in mein Gesicht leuchtet, dann kann ich eigentlich nichts mehr sehen. Das ist ein bisschen tricky, aber ich habe mich daran gewöhnt und liebe, was ich mache und ich liebe es, die Maske zu tragen. Kurt Davis von der DEG trägt keine Maske, dafür aber eigentlich Schlittschuhe. Um den Eishockeyspielern das Toreschießen zu erleichtern, wurden auch eishockeyähnliche Penalties geschossen. Michael Rensing konnte der Verteidiger dennoch nicht überwinden. An der Angst vor den grimmigen Wrestlern soll es aber nicht gelegen haben. Für den US-Amerikaner in den Diensten der DEG ist vielmehr ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich war ganz schön aufgeregt. Ich bin als Fan groß geworden. Ich wusste, dass es große Jungs sind, aber es ist cool, Athleten anderer Sportarten zu sehen, sie kennenzulernen und darüber zu sprechen, wie sie so trainieren, wie wir das machen und sich auszutauschen. Feuer und Flamme ist auch Keeper Michael Rensing. Eine Zukunft im Wrestling wie Tim Wiese sieht er für sich zwar nicht, die Erfahrung im Ring würde er aber auch gerne mal machen. Soll ich mich schauen? Auf sowas hätte ich schon mal richtig Bock, weil ich schon glaube, dass ich Power habe. Ich meine, Fallen und so kann ich eh und Schmerzen kann ich auch gut ab. Aber ich glaube, das ist nochmal eine andere Hausnummer, so von der Technik. Und wenn da mal so ein Typ, der doppelt so schwer ist, dann irgendwie auf dich drauf springt oder auf dich zugerannt kommt, das wäre mal krass, aber so einmalig wahrscheinlich eher. Einmalig war auch das Treffen in der Esprit Arena und für alle eine starke Erinnerung.